Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Hi! Ich bin von Nya Gameblazers Hobby und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Und wir fragen jetzt erstmal die Uchu, was da eigentlich für einen Gefallen haben möchte. Und schau mal. Und wir spielen natürlich auf tödliche Obsession, ne? Immer noch. Dauerhaft. Mission entdeckt, Karte aktualisiert. Da oben, aber das werden wir jetzt noch nicht machen. Genau, wir werden jetzt erst hier erstmal machen. So, dann reden wir mal mit dem. Uchu und ich haben nur geplaudert. Und Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Na denn, dann machen wir das doch mal mit Kabil sprechen. Los geht's. Beziehungsweise, wo ist es denn? Da unten, aber da haben wir nicht wirklich ein Lager in der Nähe. Ach komm, wir rennen jetzt mal schnell runter. Kriegen wir bestimmt hin. Da haben wir doch schon mal was. Woo. Und ich finde immer noch nicht den letzten Haken, wo ich mich einhaken muss. Injum, Injum, Gotten, Letiei Shik. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Ubakahau, Utanil Pachkinzilob, Jete Leutzul Balob, Zutasik Le Pachkinzil T. Lamuch Kilichkunesahilo, Tuyohel Tahobin Yume, Kupakik Shiwo, Kutsakan Kilob, Tijumpel Lum, Tutialin Tobe, Katulach Bisob, Bele Inae Kohan. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Nib Olal. Sie hätten sich die Spieleentwickler doch ein bisschen mehr einfallen lassen können vom Leveldesign. Ich meine, sind Leveldesign astrein wunderbar. Also die Umgebung zumindest, die Natur, was auch immer. Alles einwandfrei, klasse, geil gemacht. Aber wenn man sich jetzt die 3 mal anguckt, das Kind, die Frau, den Kerl, die sehen alle gleich aus, im kompletten Dorf. Das finde ich dann wiederum etwas langweilig, bis halt eben auf diese Schlangenkrieger. Die sind natürlich, sehen auch alle gleich aus, aber... Die sind ja auch in Rüstung. Beziehungsweise es gibt vielleicht 2 Sorten von Männern oder Frauen, wie auch immer, aber die sehen hauptsächlich alle gleich aus und das ist schrecklich. Verzeihung. Ich suche Kuali, den Sohn von Kabil. Ozile Shipalo. Chimali, Huntul Achkimesach Kukulkan. Ukalmach Tihumpel, Tunkaste Kiwiko. Danke. Okay. Du. Jantesh upaktalil, hahatan.
Mann, ich möchte das letzte Dings noch finden, ey. Dann hätte ich das auch fertig. Dann hätte ich wirklich alles fertig. Also so ein Ding da oben, weißt du? Hat nur noch mit so einem Abschluss dran, dass ich mich da einhaken kann. Oh, hier sind wir schon. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Ein großer Sprung, findest du nicht? Nicht gerade gut zu sprechen auf Kinder. Hallo? Ishik, Katsuts, Ulakbal Makabetoni, Bashakatich? Ich möchte Kuali helfen. Leach Okole, Manu Sutukilunaha Kuchul, Sok Ashotkin Tantal Tialkimil Jol Awokol. Wegen eines Diebstahls? Hela Shoktin Tantik Techleken Ulyokchele, Ishzulul Kolel. Okay, danke für die Information. Hevische. Eieiei, man kann doch keine Kinder zu Tode verurteilen. Oh, hier war ich glaube ich noch nie drin anscheinend. Hallo. Ey, Tech Ishik. Leit Shulul Kolele. Masach? Ja, freut mich dich zu treffen. Ui, Hatch Malov. Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Ma bashali. In Jume uachkananil kan, Jumkin. Tin chahu kilich chotov ingwesti inetailov jetil tujilah shanach kanan chimali letie ujohel bashhel ubetik tenim yum waka ujohel tin chah ushotove lebetike tupulak te karnalot kakali. Ah, vielleicht kann ich was tun. Hach hach nibolal. Ja, die sehen alle gleich aus. Wie gesagt, da hätten sie sich echt was anderes ausdenken können. Bisschen Abwechslung vom Aussehen her zumindest. Ein bisschen mehr. Das Königshorn, das Messer zu Jamil zurückbringen. Gern geschehen. Patiki, Lenukuchmakov, Telamantats, Kutoholchintikonov, Balette Chetawanton. Okay, die haben unterschiedliche Frisuren. Denkin dann. Baschakati geschick. Bei Baschtichelu Pachtal. Ek Antiket Shane. Ich möchte Kuali helfen. Shan Chahech. Sot Ushotkin Tantal. Tealukimesal. Mishbalku Pachtal Ekpetik. Sole Chimali. Lach Kanano. Upekmech. Würde Chimali dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Baschtin? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Malov, uts, gupakta la walik tikwali, ka ujilon teaktuno, letie ujohel tushi, telo minan sahven silil ti. Mach ich. Konesh, asto, raimi, la kinteneshi, samin, kanant ekpachi, zoke, shenesh alkabil teaktuno. Patenet patch ishik, jan ek ilik, kapach chak akuchul tignal kwali. Chimali, mehenkisin. Palitzin kan sokol. Janin kaka lo shikech. Bey, ton shanu mehin pimil yama. Alkapnenesh! Alkapnenesh! Okay. Mabetik ten lo. Alab olal. Na, dann gehen wir mal zu ihm hier. Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Maschet tetsch. Jemand, der helfen will. Mein Kat Kauchuk leva aloba. Chenin Kat katoch chakuyol inna. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Malob. Chele shiwoba. Alkapnen tuhajilawol. Nibolal. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir die Kräuter zurückbringen. Warum ist sie so langsam? Okay, wollte gerade sagen.
Nö. Nicht mit mir. So, da sind wir schon. Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Hier, die helfen dir. Tja, ja, die Frau hat die Hosen an. So. Das heißt, wir bringen das Horn jetzt zurück zum Uchu. In der Höhle da oben. Mein verlängerter Arm wie Spider-Man. Und ich habe immer noch nicht das Teil gefunden, wo ich mich dranhängen kann. Egal, wo ich langlaufe, ich gucke überall wirklich, ich versuche drauf zu achten, guck überall hoch. An Hauswänden, an Bäume, keine Ahnung, aber ich finde das scheiß Ding einfach nicht. Ist echt Mist. So, da bin ich, mein Freund. Wie bestellt? Du bist als Erster zurück. Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernritters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Na gut, die ganzen Sprünge haben wir ja schon hinter uns, haben wir ja schon geschafft. Ein Fähigkeitspunkt verfügbar. Einer bringt uns nicht viel. So, das Wasser ist zu tief. Da kann man nicht so gut rennen. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Ein bisschen weiß ist er. Ach so. Bevor wir da natürlich hingehen und vielleicht sterben, man weiß ja nie. Ein Vogel. Hier hängt auch nicht so ein Teil. Hätte ja
Das wäre ja sehr passend eigentlich gewesen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Da ist der Eingang. Hier oben waren wir noch gar nicht, stimmt. Ein Eimer. Und hier haben wir noch ein Dokument. Okay, ein Bericht über die Geburt eines Anführers. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Oh, das sollte man heutzutage auch machen. Geld macht nur Probleme. Gründung von Paititi. Story abgeschlossen. Yay. Schade, hier gibt es auch nicht so ein Ding, wo man sich reinigen kann. So, dann gehen wir mal weiter. Wir sind in der Höhle. War er das vielleicht? Nee, ne, ist ein bisschen alt. Soll ja erst vor 3 Tagen hier reingegangen sein. Die Kontrolle des Kults. Wie Tüne die Kontrolle über Paititi übernahm. Nachdem die von der Krankheit ausgehende Gefahr gebannt war, erfuhren wir, dass Lopez bereits wieder fort war. Während einige von uns einen Verrat vermuteten, sorgten sich andere um sein Wohlergehen. Uns blieb nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben. Und das aus zweierlei Gründen. Sollte Lopez wieder zu Sinnen kommen und das Artefakt zurückbringen, wären wir bereit. Falls nicht, wäre dies der beste Ort, um unsere Suche fortzusetzen. Wir trafen eine Vereinbarung mit dem König, der uns die Rolle seiner Garde, Ärzte und Priester überließ. Okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Schon wieder alles voll. Muss schon wieder was verkaufen gehen, ey. So, hier haben wir nochmal ein Wandgemälde. Zwei Prozent mehr. Wow, da schon eine große Reise. Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Okay. Da geht's rein. Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Tja, wie wir sehen, war der andere wohl noch nicht hier. Fuck you. Fuck you. Ein Abbild. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Paitizianer zu verhindern. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen. Mhm. Oh, noch ein Dokument. Danach ist der Teil zu Ende. Eine alte Notiz. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manco derart entweiht wird. Okay. So, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann im nächsten Teil. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Lyra Gameplays als Hobby.
Ich hoffe, soweit hat es euch gefallen. Wir sind ja nicht mehr so auf große Suchaktion. Klar, wir sind immer noch viel am Sammeln, aber wir sind an neuen Orten und müssen Sachen erfüllen. Das ist natürlich wieder was anderes. Ich hoffe, es gefällt euch, wie gesagt, und lasst einen Daumen oben da. Falls ihr neu bei mir seid, lasst auch gerne ein Abo da. Würde ich mich auch sehr freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Entweder hier oder beim anderen Let's Play von mir. Ich habe ja noch andere. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denn. Tschüss.